بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, und Allahs Preisen und Heil seiner Gesandten Muhammad. Und liebe Geschwister, das wahrhaftigste Wort ist das Wort Allahs, und die beste Rechtleitung ist die Rechtleitung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die übelsten aller Dinge sind die Neuerungen, und jede Neuerung ist eine Bid'a, und jede Bid'a ist eine Dalala, ein Irrtum, und jede Dalala führt in die Hölle. Die heutigen Verse, die wir uns anschauen möchten und bei denen wir bitten, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns vom Verständnis den nötigen Anteil gibt, damit wir diese Verse verstehen, sind die Verse 33 bis 37 von Surat Al-Imran. Und ich lese die Übersetzung direkt vor und sage: Gewiss, Allah hat Adam und Nuh und die Sippe Ibrahims und die Sippe Imrans vor den anderen Weltenbewohnern auserwählt, eine der anderen Nachkommenschaft. Und Allah ist allhörend und allwissend. Als Imrans Frau sagte: Mein Herr, ich gelobe dir, was in meinem Mutterleib ist, für deinen Dienst freigestellt, so nimm es an von mir, du bist ja der Allhörende und der Allwissende. Und als sie sie dann zur Welt gebracht hatte, sagte sie: Mein Herr, ich habe ein Mädchen zur Welt gebracht. Und Allah wusste sehr wohl, was sie zur Welt gebracht hatte. Und der Knabe ist nicht wie das Mädchen. Ich habe sie Maryam genannt, und ich stelle sie und ihre Nachkommenschaft unter deinen Schutz vor dem gesteinigten Satan. Da nahm ihr Herr sie auf gütigste Art an und ließ sie auf schöne Weise heranwachsen und gab sie Zakaria zur Betreuung. Jedes Mal, wenn Zakaria zu ihr in die Zelle trat, fand er bei ihr Versorgung. Er sagte: O Maryam, woher hast du das? Sie sagte: Es kommt von Allah. Allah versorgt, wen er will, ohne zu berechnen. Diese Sura heißt Surat Al-Imran, und dem Namen Imran, Al-Imran heißt die Familie oder die Sippe von Imran, und diesem Namen begegnen wir in diesem 33. Vers zum ersten Mal, und deswegen haben wir die Erklärung dieses Namens und was damit zusammenhängt auf den heutigen Tag verschoben. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, wir haben in den Versen vorher kennengelernt, dass Allah subhanahu wa ta'ala jedem Menschen einen Maßstab gegeben hat, damit er erkennen kann, ob Allah ihn liebt. Denn manche Leute fragen sich: Das, was ich jetzt tue an Gebeten und an Fasten und so weiter und so fort, mag Allah das? Ist Allah mit mir zufrieden? Liebt Allah mich oder nicht? Und die Antwort hat Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Vers gegeben. Und er hat in den Versen, die wir letztes Mal uns angeschaut haben, gegeben. Er sagte: قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهِ. Sprich, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir. So liebt euch Allah. Also ist das Zeichen, dass Allah einen liebt, dass man dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgt. Und in dem Maße, wie man ihm folgt, in dem Maße liebt Allah subhanahu wa ta'ala den Diener. Und wenn jemand behauptet, er liebt Allah und betet andere außer Allah an, sei es den Messias oder andere, dann ist seine Behauptung nichtig und ungültig. Denn jede Behauptung muss man beweisen. Jede Behauptung muss man beweisen. Und wir wissen, dass es seitens der Schriftbesitzer, der Juden, der Christen, dass es von ihren Seiten ein bisschen einen gewissen Neid gegeben hat, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala diesen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam aus den Kindern Ismails hat hervorkommen lassen. Wobei Moses vorher und Jesus später und einige Propheten dazwischen alle von Israel abstammen oder abstammten, und zwar von Jakob alaihi salam. Und das war ein Grund, das war ein Anlass dafür, dass sie diesen Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht anerkennen wollten als Propheten. Und Allah subhanahu wa ta'ala, wie er in mehr als einem Vers im Koran uns erklärt hat, er ist derjenige, der bestimmt, wer Prophet ist, und kein Mensch und kein Engel und kein Jinn, niemand kann mitbestimmen, wer der Auserwählte Gottes sein wird. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat bestimmte Menschen, bestimmte Sippen auserwählt, wie er es in diesem Vers uns mitgeteilt hat. Allah subhanahu wa ta'ala hat zum Beispiel Adam auserwählt. Adam.
und Nuh, Noah a.s. und die Sippe Ibrahims, Abraham, und die Sippe Imrans, also Imran selbst, hat er vor allen anderen Weltenbewohnern, vor allen anderen Menschen auserwählt. Und die Auserwählung, wie sieht sie aus? Die Auserwählung Adams ist offensichtlich, er ist der erste Mensch, den Allah erschaffen hat. Und das ist eine Auszeichnung für ihn. Er ist der erste Mensch, den es überhaupt gegeben hat. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala direkt mit ihm geredet. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala ihn mit seinen beiden eigenen Händen erschaffen. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala den Engeln angeordnet, dass sie sich vor Adam niederwerfen sollen. Und was sie auch getan haben. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala selbst Seele eingehaucht in Adam alayhi salatu wassalam. Und dies sind alles Vorzüglichkeiten, die für Adam gelten und die für andere Menschen eben nicht gegolten haben. Außer zum Beispiel das mit der Seele, auch eine Auszeichnung von Isa alayhi salam. Dann Nuh alayhi salam, Noah, wie sieht seine Auszeichnung aus? Er ist der erste Gesandte. Nachdem Adam a.s. der erste Prophet war, der erste Nabi, also jemand, mit dem Allah subhanahu, dem Allah Offenbarung eingegeben hat, so ist der Noah a.s. der erste Gesandte, der zu einem Volk gesandt worden ist, um sie vom Irrweg des Götzendienstes wieder zum Tauhid zurückzubringen. Dann ist Noah a.s. der erste, ist der zweite Vater der Menschheit. Nachdem Adam der erste Vater der Menschheit war und dann irgendwann mal ein Volk aufgetaucht ist, das angefangen hat, Götter neben Allah anzubeten, und dann Noah zu ihnen gesandt worden ist und Noah unter ihnen eine Weile verhielt verweilte und sie nicht an ihn glauben wollten, so hat Allah subhanahu wa ta'ala sie alle vernichtet durch sein Dua gegen seine Feinde, und so hat sie alle die Sintflut getroffen und niemand von ihnen ist übrig geblieben. Und Allah sagte darüber: وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ, und wir machten seine Nachkommenschaft zu den übrig gebliebenen. Und wir machten seine Nachkommenschaft zu den übrig gebliebenen, was darauf hinweist, dass Adam, dass Nuh a.s. der zweite Vater der Menschheit ist. Dann eine Auszeichnung von Nuh a.s. Er hat, wie Allah im Koran ausdrücklich erwähnt hat, eine Lebenszeit auf dieser Erde verbracht von sage und schreibe 950 Jahren. Allah sagte im Koran 1000 Jahre weniger 50. Also 950 Jahre alt ist er geworden. Und was für eine Geduld muss er denn gehabt haben bei der Da'wah zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und er wurde dann eben errettet auf dem Schiff mit denjenigen, die mit ihm waren. Und das ist auch eine Auszeichnung für ihn alayhi salam. Abraham, auf Arabisch Ibrahim oder Ibrahim a.s., hat auch einige Sachen, mit denen er ausgezeichnet worden ist. Man bezeichnet ihn als Abul Anbiya, den Vater der Propheten. Und eine weitere edle Sache ist, dass er derjenige Mensch ist, der Muhammad sallallahu alaihi wasallam am ähnlichsten aussieht wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann das Prophetentum. Das Prophetentum ist seit Abraham, so vielleicht wir wissen, nur in der Nachkommenschaft von Abraham aufgetreten. Alle Propheten nach Abraham, sei es Ismail oder Ishaq oder Jakob oder Musa oder Dawud oder Suleiman oder Isa oder Muhammad s.a.w. oder die Propheten, die wir heute kennenlernen werden, alle sind in der Nachkommenschaft von Ibrahim a.s. aufgetaucht. Und eine der größten Auszeichnungen von Ibrahim ist, dass der gewaltigste aller Propheten, der Gesandte Allahs Muhammad sallallahu alaihi wasallam, auch einer seiner Nachkommenschaft ist. Wie sieht die Auszeichnung der Sippe Imrans aus? Al-Imran, die Familie von Imran oder die Sippe von Imran. In seiner Sippe kommen die edlen Menschen wie Hannah, Maryam und Isa vor, die wir heute inshallah zum Teil kennenlernen werden. Das ist die Auswählung Allah subhanahu wa ta'ala. Und warum hat er in diesem Fall die Sippe Ibrahims erwähnt und die Sippe von Imran erwähnt, obwohl die Sippe von Imran abstammt von der Sippe von Ibrahim, zweifellos. Und die Sippe von Ibrahim stammt ab von der Sippe von Nuh und die Nuh stammt ab von Adam. Dies
zur Betonung und besonders bei der ist entscheidend hier die Sippe von Imran, weil Isa a.s. von der Sippe von Imran abstammt und auch seine Mutter. Und wir wissen, dass diese Verse in dem Kontext abgesandt worden sind, wie wir mehrmals erwähnt haben schon. Und zwar, dass eine Delegation von christlichen Gelehrten, etwa 60 an der Zahl, zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam nach Medina gekommen sind, um mit ihm über den Islam und über das Christentum diskutieren wollten. Und deswegen findet die Familie von Imran hier besondere Erwähnung, damit die Christen wissen, dass wir diese Menschen in unseren Herzen ehren, weil sie Menschen der Wahrhaftigkeit waren und wahrhaftige Menschen waren, ehrliche Menschen waren und gottergebene Menschen waren. Und dass es Muslime waren, Menschen, die nur Allah subhanahu wa ta'ala allein gedient haben. Und diese Menschen hat Allah subhanahu wa ta'ala vor den anderen Menschen auserwählt, subhanahu wa ta'ala. Dann sagt er eine der anderen Nachkommenschaft. Oder noch einmal, wenn hier steht, und die Sippe Imrans vor den anderen Weltenbewohnern auserwählt, eben zu jener Zeit wurde sie auserwählt. Eine der anderen Nachkommenschaft. Das heißt, die einen sind von den anderen. Was heißt das? Die einen gehören zu den anderen. Die einen sind Teil der anderen. Wie wir gesehen haben, Adam, aus ihm kommt Nuh hervor, aus ihm kommt die Sippe von Ibrahim, aus ihm kommt irgendwann die Sippe von Imran hervor. Und die einen sind von den anderen in Bezug auf ihre Niyya, ihre Absichten, die sie haben. In Bezug auf ihre Taten, die sie verrichten. In Bezug auf den Ikhlas, den sie haben. In Bezug auf den Tawhid, den sie haben. Und den Nasab, eben die Herkunft, die Abstammung. Und Allah ist allhörend und allwissend. Und das bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala sehr wohl am besten Bescheid weiß, wer es verdient, Prophet zu sein. Oder wen er als angemessen sieht, dass er die Botschaft Allahs an die Menschen weitergibt. Und dazu auch imstande ist. Als Imrans Frau sagte, das bedeutet, gedenke, als Imrans Frau sagte. Und hier weisen wir noch einmal darauf hin, dass hier steht, Imrans Frau sagte. Wir werden gleich sehen, wer Imran ist, aber warum ist hier der Name nicht ausdrücklich erwähnt? Wir sagen hier das Gleiche wie in Bezug auf Adam a.s. Adam, im Koran, sein Name kommt mehrmals vor, aber seine Gattin Hawa, oder Eva, findet niemals Erwähnung in dem Sinn, dass ihr Name erwähnt wird. Und wie wir gesagt haben, weil es zum vollkommenen Charakter eines Mannes gehört, der eine Rira hat, der eifersüchtig ist, und Eifersucht ist Teil der Religion, dass man eifersüchtig ist, dass man möchte als Mann, dass jemand die Stimme seiner eigenen Frau hört, und auch auf keinen Fall möchte ein Mann, dass jemand über seine eigene Frau redet. Und über, stell dir mal vor, du bist unter anderen Männern und sie reden über deine Frau, heißt meinetwegen Khadija, und sie sagen sie, ah, Khadija hat mir erzählt, Khadija hat das gesagt und so und so fort. Welcher Mann mag das hören? Und ebenso Adam a.s., seine Eifersucht, mag er das auch nicht. Und Imran mag das auch nicht. Und so Allah subhanahu wa ta'ala lernt uns Anstand. Allah subhanahu wa ta'ala lernt uns Anstand. Wer ist Imran? Wer ist Imran? Jetzt werde ich ein paar Sachen sagen. Und man muss ein bisschen Aufmerksamkeit schenken. Also sich ein bisschen konzentrieren. Ich würde das gerne aufzeichnen an der Tafel, aber kann ich nicht, jetzt keine Tafel vorhanden. Aber es ist nicht so kompliziert. Es ist nur ein kleiner Stammbaum. Und zwar, Imran war einfach erstmal ein Mann, der abstammt von dieser Sippe Ibrahims. Man sagt, er war ein gelehrter Mann. Und auf jeden Fall haben sie irgendwo da in Jerusalem anscheinend gelebt. Aber Imran, was uns interessiert, man sagt, er war ein gelehrter Mann und er war auf jeden Fall verheiratet mit einer Frau, sie heißt Hannah. Er war verheiratet mit einer Frau, die Hannah heißt. Und diese Hannah, sie ist schwanger geworden mit einem Kind, und sie hat dann später Maryam geboren oder Maria geboren, wie wir im Laufe des Textes gleich sehen werden. Also haben wir erstmal Imran und mit seiner Gattin Hannah. Und sie haben die Maria geboren. Und dann haben wir auf der anderen Seite jemanden, der zur gleichen Zeit gelebt hat, am gleichen Ort. Und zwar einen Propheten namens Zacharias auf Deutsch. Und dieser Prophet Zacharias war verheiratet mit einer Frau.
Man sagt, sie hieß Isha'. Und die Namen sind nicht so interessant. Es ist nicht jetzt im Hadith überliefert worden, dass der Prophet gesagt hat, sie heißen so und so, sondern das kennen wir zum Beispiel aus den Büchern von den Christen und den Juden. Aber die Prophetennamen Zakaria kennen wir mit Sicherheit. Und Zakaria und seine Frau Isha', sie haben einen Sohn geboren, der hieß Yahya, Johannes. Yahya. So, also nochmal, wir haben Zakaria und Isha', sie gebären, oder sage ich jetzt einfach mal Zakaria und seine Frau, und sie gebären einen Sohn, der heißt Yahya, Johannes. Und auf der anderen Seite haben wir Imran und seine Gattin Hanna, sie gebären eine Tochter namens Maryam. Zwischen diesen beiden Kleinfamilien gibt es eine verwandtschaftliche Beziehung. Laut Ibn Kathir sagte, dass die Mehrheit der Tafsir-Gelehrten, der Koran-Exegeten, sie sagen, dass Isha', also die Frau von Zakaria, ist die Schwester von Maryam, von Maria. Also Zakaria, seine Frau ist Isha', und diese Frau Isha' ist die Schwester von der Maria. Wenn von Maria. Ja. Schwester. Und wenn Maria die Schwester von Isha' ist, dann ist sie natürlich gleichzeitig die Tante von Yahya. Johannes, genau. Dann ist sie die Tante von Johannes. Auf Arabisch nennt man es Khala. Also, weil auf Arabisch macht Unterscheidung, ob es die Schwester mütterlicherseits war oder die Tante mütterlicherseits oder Tante väterlicherseits. Genau. Tante väterlicherseits ist Amma und Tante mütterlicherseits ist Khala. Warum sage ich das? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gleich im Hadith erwähnt. Also, noch einmal, durch das, was die Mehrheit der Tafsir-Gelehrten sagen, ist die Maria die Tante von Johannes, Yahya. Alles klar? Sehr schön. Und gleichzeitig kann man was sagen? Isa, der Sohn von der Maria, ist somit der Neffe von der Isha', also von Isha', der Neffe von Isha'. Weil Isha', die Frau von Zakaria, ist seine Tante. Okay. Der Beweis dafür ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith sagte, als er seine Himmelsreise angegangen ist. Der Prophet hat so eine Himmelsreise gehabt. Und in seiner Himmelsreise hat er sallallahu alaihi wasallam mehrere Propheten getroffen. Und unter anderem Yahya und Isa, also unter anderem Johannes und Jesus hat der Prophet Muhammad getroffen. Und er sagt, إذا يحيى وعيسى وهما ابنا خالة. Also er sagt, ich reise da und steige auf und dann sehe ich plötzlich Jesus und Johannes und Jesus, die beiden Söhne von Tanten. Die beiden Söhne von Tanten. Weil Isa, seine Mutter ist Maria. Und seine Tante ist die Mutter von Johannes. Und umgekehrt genauso. Johannes, Yahya, seine Mutter ist Isha' und die Schwester von Isha' war Maria. Also ist Maria seine Tante ebenso. Okay? Das ist die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesem Hadith gesagt hat, die beiden Söhne von zwei Tanten. Die beiden Söhne von zwei Tanten. Okay, es ist nicht wichtig, aber es gibt auch eine zweite Ansicht, die auch sich nicht widerspricht mit dem, was wir gerade unbedingt gesagt haben. Und zwar die zweite Ansicht von Ibn Ishaq und Ibn Jarir, der Imam der Mufassirin, Ibn Hajar, der Imam der Hadith-Gelehrten. Sie sind der Meinung, dass, jetzt Konzentration, vorhin haben wir gesagt, die Frau von Zacharias ist die Schwester von der Maria. Manche sagen, die Frau von Zakaria, die Isha', ist die Schwester von der Mutter von der Maria, von der Hanna. Daraus ergibt sich einfach, das ist fast das gleiche wie gerade eben. Nur dass eben, sie sind dann nicht beide die Söhne von zwei Tanten, sondern sie sind beide die Söhne von zwei Großtanten, einfach eine Generation drüber.
Also, wir haben noch einmal, wir haben Hannah als die Urgroßmutter, als die Großmutter von Jesus, ja. Und subhanallah, wenn wir sagen Großmutter von Jesus und Mutter von Jesus, das heißt, das ist ein Mensch, ja. Ich meine, das ist klar, ja. Dann, wir haben also seine Großmutter, Hannah, und dann haben wir darunter Maria, und darunter haben wir Jesus. Also die Oma von Jesus ist Hannah. Okay. Und diese Oma, sie hat eine Schwester, sie heißt Isha, genau. Und das ist praktisch seine Großtante. Großtante mütterlicherseits. Ja? Und im Arabischen sagt man Khala, sowohl zu der Tante als auch zur Großtante. Insofern widerspricht sich das nicht. Aber das ist alles nicht sehr entscheidend, das spielt nur eine Rolle, weil später, wo es darum geht, Maria in seine Obhut nehmen soll, da begründet Zakaria es damit, dass er sagt, sie gehört auch zu meiner Verwandtschaft. Es wird nachher diskutiert werden, wer soll Maria in seine Obhut nehmen, sie erziehen, sie aufnehmen. Und er begründet, sie ist doch verwandt mit uns. Er sagt praktisch, ihre Tante ist doch meine Frau. Also lass sie doch lieber, dass ich sie aufnehme in mein Haus. Ja? Das ist das Einzige, was uns interessiert. Deswegen ist es relativ egal, ob sie die Großtante ist, ob sie die Söhne von zwei Großtanten sind oder die Söhne von zwei Tanten sind. Das spielt keine Rolle. Was uns interessiert ist, dass als Imrans Frau, die Hannah, schwanger wurde, ist er gestorben, noch ehe sie ihr Kind geboren hat. Also noch ehe Maria auf die Welt gekommen ist, Mariam, ist ihr Vater gestorben. Rahimahullah. Und insofern kam sie also als Waisenkind auf die Erde, so wie unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur die Hannah hat anscheinend noch ein bisschen weiter gelebt. Aber im 35. Vers erfahren wir jetzt, als Imrans Frau, also Hannah, die Mutter von Maria, oder die Oma von Jesus, sagte, mein Herr, ich gelobe dir, was in meinem Mutterleib ist, für deinen Dienst freigestellt. So nimm es an von mir, du bist ja der Allhörende und Allwissende. Also was hat die Hannah gemacht? Sie hat ein Gelübde geleistet. Also sie hat Nether gemacht, auf Arabisch Nether. Und diese Art von Gelübde war zu ihrer Zeit, zu ihrem Gesetz offensichtlich erlaubt, sonst hätte sie es nicht gemacht. Und zwar hat sie ein Gelübde geleistet und gesagt, mein Herr, ich gelobe dir, was in meinem Mutterleib, egal was da drin ist, also egal was für ein Mann daraus kommt, ich verspreche dir, dass er ein Diener für dich sein wird in der Al-Quds-Moschee, in der Jerusalem, in der Moschee in Jerusalem, Al-Aqsa-Moschee. Und das hat sie versprochen. Deswegen hat sie darum gebeten, natürlich ist er ein rechtschaffender Mensch. Aber sie hat ihn freigestellt für Allah subhanahu wa ta'ala, dass er seine ganze Lebensaufgabe wird sein, er wird in der Moschee in Jerusalem Allah subhanahu wa ta'ala dienen und dem Propheten, wer auch immer dort ist für einen Propheten, wird er in seinen Dienst gestellt werden und so weiter und so fort. So nimm es von mir an, du bist ja der Allhörende und Allwissende. Und natürlich, sie macht jetzt wieder Tawassul, das heißt, sie verwendet. Sie versucht durch Allahs Namen Allah näher zu kommen. Also wenn du Allah subhanahu wa ta'ala in einem Bittgebet möchtest, dass er dein Bittgebet erhört, dann ist es angebracht zu sagen, oh Allah, du bist doch der Allhörende und der Allwissende. Ja? Allhörend, dass du weißt, du hörst mein Gebet, und Allwissende, du kennst, dass ich eine gute Absicht darin habe und du weißt, inshallah, dass es gut ist für mich, und wenn nicht, dann eben will ich das nicht haben und so weiter und so fort. Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Wegen diese Namen sind sehr angemessen zu erwähnen. Allwissende, du kennst auch meine Absicht. Subhanahu wa ta'ala, der Allwissende. Nur das Problem war, dass das Kind, was Hannah in sich trug, war kein Mann oder kein Junge, sondern es war ein Mädchen. Und deswegen sagte Allah subhanahu wa ta'ala, als sie dann zur Welt gebracht hatte, sagte sie, also Hannah, und der Hannah, der Name, findet keine Erwähnung im Koran. Das findet man nur in den Tafsir-Büchern überliefert. Als sie sie dann zur Welt gebracht hatte, sagte sie, mein Herr, ich habe ein Mädchen zur Welt gebracht. Und Allah wusste sehr wohl, was sie zur Welt gebracht hatte. Und der Knabe ist nicht wie das Mädchen.
Und ich habe sie Maria, Mariam genannt, und ich stelle sie und ihre Nachkommenschaft unter deinen Schutz vor dem gesteinigten Satan. Also was war ihr Problem? Ihr Problem war, dass offensichtlich in ihrer Scharia, in dem Gesetz damals, war es nicht möglich, dass man jemanden in den Dienst der Moschee stellt, das ein Mädchen war, sondern es musste ein Junge sein. Und sie hatte aber Allah schon versprochen, dass das Kind, was in ihrem Leib ist, für Allah sein wird, in seinen Dienst gestellt wird. Aber dann wurde es ein Mädchen und sie hatte jetzt ein Problem. Wie konnte sie jetzt dieses Gelübde, diesen Nadr, umsetzen? Geht ja gar nicht. Und als sie dann zur Welt gebracht hatte, das ist ein schöner Hinweis darauf, wenn Maria a.s. als ein Baby auf die Welt kommt, dann kann sie auch nicht die Mutter Gottes sein. Ich meine, der eine ist kein Sohn Gottes, der andere ist auch keine Mutter dann von ihm, weil sie beide sind geboren worden. Und die Hanna sagte, mein Herr, weil sie traurig ist, dass sie den Nadr, das Gelübde nicht umsetzen kann, erfüllen kann. Mein Herr, ich habe, weil wenn man ein Gelübde leistet, man muss es erfüllen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wer ein Gelübde leistet, dass er Allah gehorchen wird, also irgendwas leisten wird, was einen Gehorsam was eine gehorsame Angelegenheit ist. Wenn du irgendwas versprichst, Allah zu tun, was Gutes ist, dann musst du es auch ausfüllen. Dann musst du es auch, wenn du solche Allah versprichst, wenn mir ein Kind geboren wird, dann faste ich für ihn einen freiwilligen Tag zum Beispiel. Ja? Diese Form von Gelübde sind nicht erwünscht im Islam. Aber wenn man das macht, weil ich meine, ob du das machst oder nicht, Allah wird sowieso dir das Kind geben oder nicht geben, unabhängig davon, ob du fastest oder nicht fastest. Und Allah braucht dein Fasten nicht, sondern Allah ist barmherziger als so. Du kannst Allah bitten, Allah gib mir, ohne dass du ihm sagst, ich faste für dich. Aber was du machen kannst, ist umgekehrt. Du kannst sagen, ich faste und dann sagst du, Allah, aufgrund meines Fastens schenke mir das und das. Das kannst du machen. Auf jeden Fall, wenn man ein Gelübde geleistet hat, was halal ist, dann muss man es umsetzen. Und der Prophet sagte, وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِيهِ. Und wer ein Gelübde leistet, Allah gegenüber ungehorsam zu sein, irgendeine Sünde zu begehen, dann soll er das nicht tun. Das ist also verboten umzusetzen. Aber was sollte sie machen? Sie will es umsetzen, sie kann es nicht umsetzen. Und sie sagt, mein Herr, ich habe ein Mädchen zur Welt gebracht und kann deswegen nicht erfüllen. Und Allah wusste aber sehr wohl, was sie zur Welt gebracht hat. Denn Allah wusste das schon, bevor sie es geboren wurde. Aber sie wusste es erst, als es geboren wurde. Alayhi salam. Tayyib. Dann dadurch, dass sie sagt, und Allah wusste sehr wohl, was sie zur Welt gebracht hatte, dieser Vers kann auch anders gelesen werden, und zwar in der Qira'a von Ibn Amr und Shu'ba und Ya'qub heißt es Wallahu a'lamu bima wada'tu. Also hier auf Arabisch, in der Lesart der meisten Koranleser heißt es Wallahu a'lamu bima wada'tu, und Allah wusste sehr wohl Bescheid, was sie zur Welt gebracht hatte. Und in der anderen Leser heißt es Wallahu a'lamu bima wada'tu, und Allah weiß am besten Bescheid, was ich zur Welt gebracht hatte. Und nach dieser Lesart, in dieser betont Maria, betont Hanna, alayhi salam, dass ihren Glauben an die Eigenschaft Allahs, der Allwissenheit. Na, weil sie weiß, Allah weiß alles Bescheid, über alles Bescheid. Und der Knabe ist nicht wie das Mädchen. Und diese Aussage kann sein von Allah subhanahu wa ta'ala und kann sein von Hanna selbst. Wenn es von Hanna selbst ist, sie weiß, das Knabe ist nicht wie das Mädchen. Ein Knabe hätte man in den Dienst Gottes stellen können für ewig, aber ein Mädchen geht eben nicht. Und der Knabe, aber Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, der Knabe, von dem sie sich lediglich erhoffte, dass er ein Moschee-Diener sein wird, ist nicht wie Maria, die zu einem Zeichen für die Menschen gemacht worden ist. Also sie wollte lediglich einen Jungen haben, den sie in den Dienst von dem Propheten Zakaria stellt in der Moschee. Aber Allah subhanahu wa ta'ala zeigt hier, es gibt auch Besseres als so etwas. Er will ihr eine bessere Tat leisten, Allah subhanahu wa ta'ala. Er will ihr ein Mädchen schenken, die ein Zeichen für die Weltbewohner sein wird. Nicht nur sie, sondern auch ihr Sohn. Allah sagte, وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ. Und wir haben sie und ihren Sohn zu einem Zeichen für die Weltenbewohner gemacht, zu einem Wunder oder zu einem Zeichen für die Weltenbewohner gemacht. Insofern ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala für sie vorhatte, besser als das, was sie sich gewünscht hatte. Alayhi salam. Okay, und da ist auch ein Hinweis darauf, dass allgemein der Knabe ist nicht wie das Mädchen, weil man wünscht sich lieber einen Jungen,
weil ein Junge im Allgemeinen meistens rechtschaffener ist und mit man ihm entsprechend mehr anfangen kann. Wie in diesem Fall, sie wollte ihn in den Dienst stellen, in den Moscheedienst stellen für Zakaria a.s. Und was sollte sie mit Maria machen? Aber sie sagte als Gegenleistung, ich habe sie Mariam genannt. Sie hat sie Mariam genannt. Warum nicht ihr Vater? Also warum nicht der Vater von Maria? Weil der ist schon gestorben, haben wir gesagt. Ja. Und diesen Vers ist ein Hinweis darauf, dass eine Mutter darf ihrem Kind ihren Namen geben, den Namen geben, solange der Vater damit einverstanden ist. Und natürlich, klar, es muss auch mit den islamischen Gesetzen übereinstimmen, den Namen, den man auswählt. Aber eine Mutter darf ihrem Kind einen Namen geben, solange der Vater damit einverstanden ist. Und man darf auch das Kind schon benennen, nach der Geburt direkt oder vor der Geburt. Denn unser Prophet Muhammad hat auch sein Kind seinen Namen gegeben, sobald er geboren wurde, Ibrahim a.s. oder radiallahu anhu. Und Maryam bedeutet Dienerin des Herrn. Also so, dadurch wollte sie das ausgleichen. Ich habe sie Dienerin des Herrn genannt, wie sie eigentlich vorhatte, in Wirklichkeit für den Knaben. Ich habe sie Maria genannt und ich stelle sie und ihre Nachkommenschaft unter deinen Schutz vor dem gesteinigten Satan. Dieses Bittgebet von ihr, a.s., wurde sicherlich erhört. Und ich stelle sie und ihre Nachkommenschaft unter deinen Schutz vor dem gesteinigten Satan. Oder anders ausgedrückt, ich bitte dich, O Allah, beschütze sie, also Maria, und ihre Nachkommenschaft vor dem gesteinigten Satan. Und was ist die Nachkommenschaft von Maria? Es gibt bis an den heutigen Tag nur eine einzige Nachkommenschaft von Maria. Und das ist Jesus, a.s., der Messias, al-Masih Isa. Über diesen Vers sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith bei Al-Bukhari und bei Muslim, bei Ahmad: Ma min bani Adam mauludin illa yamassuhu ash-shaytan hina yulad fayastahillu sarikhan min mass ash-shaytan ghayru Maryam wa ibnaha ثم يقول أبو هريرة وإني أعيذها وذريتها من الشيطان الرجيم. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, jeder der Söhne Adams, der geboren wird, also jedes Kind, wenn es geboren wird, wird vom Shaitan berührt, wenn es zur Welt kommt. Und dann fängt es an zu schreien. Und dann fängt es an zu schreien aufgrund der Berührung des Shaitan. Außer Maria und ihrem Sohn. Und dann las Abu Huraira radiallahu anhu den Vers vor, und ich stelle sie und ihre Nachkommenschaft unter deinen Schutz vor dem gesteinigten Satan. Also selbst vor dieser Berührung des Shaitan, vor dem kein einziges Kind geschützt wurde, selbst vor dieser Sache wurde Maria und ihr Sohn Isa geschützt. Und sie haben eben nicht geschrien, als sie auf die Welt gekommen sind. Möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Tayyib. Da nahm ihr Herr sie auf gütigste Art an und ließ sie auf schönste Weise heranwachsen. Das ist eine Belohnung für Maria a.s. und eine edle Sache für sie, denn normalerweise als Nadr, als Gelübde, würde nur ein Knabe angenommen werden, aber sie, Allah subhanahu wa ta'ala, hat jetzt auch ein Mädchen für sie angenommen, auf gütigste Art und Weise als Nadr angenommen und ließ sie auf schöne Weise, das heißt im Aussehen, im Charakter, im Körper heranwachsen, gesund, und gab sie Zakaria zur Betreuung. Auf Arabisch heißt es, und gab sie Zakaria zur Betreuung. وَكَفَّلَهَا Zakaria. Und gab sie Zakaria zur Betreuung. Und in der anderen Lesart, außer von den Kofiyin, heißt es, وَكَفَّلَهَا Zakaria. Das heißt, und Zakaria nahm sie in seine Obhut. Und Zakaria nahm sie in seine Obhut. Oder wer gab sie Zakaria zur Betreuung nach der ersten Lesart? Entweder Allah subhanahu wa ta'ala oder Maria kann sein, sie hat sie Zakaria zur Betreuung gegeben. Und warum hat sie Zakaria zur Betreuung gegeben? Weil es war der Prophet damals. Also was gibt es besser, als dass du dein Kind einem Propheten gibst, der es erzieht. Und deswegen, es gibt keine bessere Sache als dies. Na. Jedes Mal, wenn Zakaria, übrigens Zakaria auf Arabisch, kann man beides sagen. Kann man sagen Zakaria oder Zakaria mit Hamza am Ende. Also Zakaria oder Zakaria, beides ist korrekt und überliefert im Koran und außerhalb. Jedes Mal, wenn Zakaria zu ihr in die Zelle trat, das heißt,
wenn dieser Prophet zu ihr in die Zelle trat, die Zelle, ihre Zelle, ihr Mihrab ist ihr Gebetsplatz an der Moschee, weil zu Hause geht es nicht. Also offensichtlich, weil sie ja ihr Gelübde geleistet hat. Und sie wollte ihr Sohn oder ihr Kind opfern für die Moschee, also durfte sie auch dann nicht zu Hause verweilen, sondern sie bekam einen extra Ort an der Moschee in Jerusalem. Jedes Mal, wenn Zakaria zu ihr in die Zelle trat, fand er bei ihr Versorgung vor. Also Rizq, was zu essen, was zu trinken, was sie brauchte, war da. Er sagte, O Maryam, O Maria, woher hast du das? Sie sagte, es kommt von Allah. Allah versorgt, wen er will, zu berechnen. Allah versorgt, wen er will, zu berechnen. Ohne zu berechnen. Es kommt von Allah. Allah versorgt, wen er will, ohne zu berechnen. Und es ist überliefert in den Tafsir-Büchern, dass sie, alayhi salam, zur Winterzeit Früchte vorfand, die eigentlich nur im Sommer wachsen, und im Sommer Früchte vorfand, die eigentlich nur im Winter wachsen. Und all dies ist auf jeden Fall, hat Allah subhanahu wa ta'ala im Koran nicht näher erläutert, aber was uns ausreicht und genügt, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie versorgt hat, auf eine Art und Weise, von der wir nichts wissen. Auf jeden Fall auf ungewöhnliche Art und Weise, eine Art Karama für sie, Karama ist ein, eigentlich benutzt man das Wort Karama für ein Wunder, das geschieht für Personen, die keine Propheten sind, sondern Personen gemeint sind hier, die Allah nahestehen sind, also rechtschaffene Menschen. Wenn einem rechtschaffenen Menschen irgendetwas passiert, was wundersam ist, gegen die Naturgesetze geht, wenn man das Wort Naturgesetz überhaupt sagen darf, dann nennt man das Karama. Und ansonsten, wenn es auf einen Propheten geht, dann sagt man Mu'jiza. Das ist der feine Unterschied. Und das war eine Karama für sie, nach der Ansicht, dass eben, weil sie war ja auch noch klein und ist aufgewachsen, sie ist also eine Karama für sie. Und Allah subhanahu wa ta'ala versorgt, wen er will, ohne zu berechnen. Und daraufhin hat Zakaria a.s. Sich sofort aufgemacht. Noch in diesem Moment hat er angefangen, sofort zu Gott zu beten, denn er war schon ein alter Mann und wollte selbst noch Kinder haben. Und in diesem Moment merkt er, dass Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er will, macht er, was er will. Und er braucht Allah nur darum bitten, dann wird er auch ein Kind bekommen. Denn zu diesem Zeitpunkt war Yahya, sein Sohn, der Sohn von Zakaria, also Johannes, war noch gar nicht geboren und seine Frau war auch noch nicht schwanger, aber er hat sich das gewünscht und da hat er gemerkt, dass Allah subhanahu wa ta'ala zu allem imstande ist und hat sich dann aufgemacht, Allah anzubeten deswegen. Und Allah weiß am besten Bescheid. Sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من نام الله des Alabamas des Barmherzigen Allahs Segen den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahrlich, die wahrhaftigsten Worte sind die Worte Allahs und die übelsten aller Dinge sind die Neuerungen, und jede Neuerung ist eine Bid'a und jede Bid'a ist eine Dalala und jede Dalala, jeder Irrtum also ist in der Hölle oder führt zur Hölle. Die heutigen Verse, mit der wir uns beschäftigen möchten, sind die Verse 38 bis 44 von Surat Ali Imran. Da es aber schon ein bisschen länger her ist, wir uns ein bisschen mit dieser Sura befasst haben, wollen wir noch einmal ein paar Verse zurückgehen und nur ganz kurz nochmal sagen, worum es geht. Und zwar haben wir gesagt, dass der Offenbarungsgrund oder die Umstände, in denen wir uns befinden, diejenigen sind, dass einige Christen aus Najran zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegangen sind, Najran im Süden der arabischen Halbinsel, und wollten mit ihnen über die islamische Religion diskutieren, die vieles natürlich übereinstimmend gebracht hat mit dem, was die Christen glauben, allerdings in Bezug auf den Glauben an Maria oder an den Glauben an Jesus oder an den Glauben an Allah subhanahu wa ta'ala selbst, unterscheiden sie sich doch gänzlich, und deswegen sind sie zu ihm gekommen, mit ihm darüber zu diskutieren, ihn vielleicht für sich zu gewinnen. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala uns die Geschichte von der Familie von Imran erzählt, und da wollten wir noch einmal anknüpfen und noch einmal erklären, wer Imran war, im Sinne von wie die Verwandtschaftsbeziehungen der Personen sind, mit denen wir uns jetzt auseinandersetzen werden.
Denn wir werden Namen hören wie Imran, wir werden Maryam hören, wir werden Isa hören, wir werden Yahya hören, Zakaria hören. Und all diese sind miteinander verwandt. Aber wie sind sie miteinander verwandt? Das wollen wir uns in dem folgenden Diagramm mal anschauen. Also, dann fassen wir es jetzt nochmal zusammen. Ohne jetzt hinzuschauen. Wir sagen noch einmal. Wie heißt Imran seine Frau? Hanna. Sehr schön. Und Hanna und Imran haben ein Kind geboren. Das heißt? Maryam. Genau, Maryam. Maryam. Sehr schön. Und diese Maryam hat ein Kind. Das heißt? Isa. Sehr schön. Jesus. Okay. Das ist die eine Seite der Familie. Die zweite Seite ist, nach der ersten Ansicht, wer ist die Schwester von der Großmutter von Jesus? Also die Schwester von der Mutter von Maria. Oder die Schwester von Hanna. Isha'. Sehr schön. Und Isha' war verheiratet mit wem? Zakaria. Und Isha' und Zakaria haben ein Kind bekommen, das heißt? Yahya. Mashallah. Und das bedeutet, dass praktisch, wie ist die Verwandtschaft, wie kann man die Verwandtschaftsbeziehung zwischen Yahya und Maria sagen? Cousins, Cousine. Ja? Cousins, Cousine. Weil wer ist die Tante von Yahya? Die Mutter von Maryam a.s. Genau, Hanna. Und wer ist die Tante von, wer ist es, Maria? Isha. Sehr schön. Und insofern, im weitesten Sinne kann man sagen, Yahya und Isa sind Cousins, im weitesten Sinne. Ja? Weil es ist zwar nicht es geht hier nicht um die Schwester von der Mutter von Jesus, sondern die Schwester der Großmutter von Jesus ist praktisch die Mutter von Yahya. Okay? Gut, nach der zweiten Ansicht, noch einmal wiederholen wir den gleichen Stammbaum, links, wir sagen wir, Imran ist verheiratet mit Hanna und sie beiden haben ein Kind, das heißt Maria. Und Maria hat einen Sohn, der heißt Jesus. Okay. Nach der zweiten Ansicht, was ist da anders? Dass Isha auch die Tochter von Imran und Hanna ist. Also genau. Die Schwester von Maria. Genau. Nach der zweiten Ansicht ist Isha die Tochter von Imran und Hanna. Somit hat Maria in dem zweiten Fall eine Schwester. Und das haben wir gesagt, ist die Aussage der Mehrheit der Gelehrten nach Ibn Kathir. Rahimahullah. Insofern ist dann Yahya der Cousin von Jesus. Und Jesus ist der Cousin von Yahya. Und was für diese Ansicht spricht, ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er sie genannt hat, Ibn Khala. Also die Söhne von zwei Tanten mütterlicherseits. Alles klar? Das war's. Ist nicht sehr wichtig, wie ich gesagt habe, die Meinungsverschiedenheit unter den beiden, aber wir wollen wissen, wie die Verwandtschaftsbeziehungen zwischen diesen Leuten alle sind. Und beeindruckenderweise ist natürlich beim Stammbaum von Yahya, dass er ein Prophet war, a.s. und sein Vater war auch ein Prophet, a.s. Was ist die längste Kette von Propheten, die wir kennen, die uns berichtet worden ist? Ist von Ibrahim, genau, von Yusuf. Also Yusuf, sein Vater, Jakob, sein Vater Ishaq, sein Vater war Ibrahim, alayhim salam. Insofern waren die alle vier hintereinander Propheten. Ja? Tayyib, das ist die längste Kette von Propheten, die wir kennen. Wallahu ta'ala a'lam. Dann lesen wir heute die heutigen Verse jetzt mal, oder bevor die Verse lesen, der Stand, wo wir angekommen war, dass die Frau von Imran, die Hanna, das ist übrigens nicht erwähnt worden im Koran, der Name, sondern es ist erwähnt worden in Tafsir-Büchern, auch nicht über den Propheten Sallallahu alaihi wasallam überliefert, sondern höchstwahrscheinlich über Ahl-Kitab. Und zwar die beiden auf jeden Fall haben ein Kind bekommen, das heißt, Maryam. Und die Frau von Imran, sie wollte, was haben wir gesagt, sie wollte dieses Kind, was sie in sich trägt, die trägt in sich die Maria, sie wollte es für Allah subhanahu wa ta'ala widmen. Sie wollte es dem Tempel oder dem Moschee, Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem widmen, den dortigen Propheten Zakaria, dass er, sie aufzieht und sie in seine Obhut nimmt, dass sie Dienerin dieser Moschee wird. Aber sie dachte natürlich, es wäre ein Junge. Sie hat gesagt, in sich trägt ihr ein Junge und deswegen möchte sie einen Diener haben für die Moschee. Also praktisch wie einen jemand, der nur für die Moschee dient sein ganzes Leben lang. Das wollte sie.
Nur danach kam eine Tochter und kein Junge. Das war der Ausgangspunkt. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat die Mutter von Maria gesegnet. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat auch Maria selbst gesegnet. Denn sie wurde Zakaria in Obhut gegeben. Sie hat, also man hat dem Zakaria die Maria gegeben, damit er sie aufzieht bei sich im Tempel. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat es also trotzdem von ihr angenommen, obwohl es ein Mädchen war. Weil Allah subhanahu wa ta'ala wollte Besseres für die Tochter von Hannah, als sie erwartet hat. Sie wollte einfach nur einen Sohn haben, der der Moschee dient, aber Allah subhanahu wa ta'ala wollte eine der besten Frauen, die es jemals gegeben hat, Maria schenken, Hannah schenken. Ja? Und deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala wollte etwas Besseres, als der Mensch selbst wollte in diesem Fall. Und deswegen ist ein Beweis dafür, dass die Entscheidungen, die Allah subhanahu wa ta'ala trifft, auch wenn sie manchmal uns als weniger gut erscheinen, sind sie in Wirklichkeit besser für uns. Und das war wie in dem Fall von Hannah und ihrer Tochter. Und der letzte Punkt war, dass jedes Mal, wenn Zakaria a.s. zu Maria in die Zelle trat, dann hat er bei ihr Früchte vorgefunden oder Speise vorgefunden. Es heißt in manchen Überlieferungen Speisen vorgefunden. Nicht über den Propheten überliefert, allerdings ist überliefert worden über manche uns vorausgegangene Menschen, dass sie eben, und Allah weiß am besten, ob es stimmt oder nicht stimmt, dass sie im Sommer sogar Früchte hatte, die nur im Winter wachsen, und im Winter Früchte hatte, die nur im Sommer wachsen. Was darauf hinweist, dass Allah subhanahu wa ta'ala lässt wachsen, was er will, zu jeder Zeit, also zu wann er will, subhanahu wa ta'ala. Deswegen die heutigen Verse, die wir uns anschauen möchten, sind die Verse 38 bis 44. Und wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und ich lese direkt die deutsche Übersetzung vor, 38, da rief Zacharias seinen Herrn an und sagte, mein Herr, schenke mir von dir aus gute Nachkommenschaft. Du bist ja der Gebetserhörer. Und da riefen ihm die Engel zu, während er betend in der Zelle stand. Allah verkündet dir Yahya, Johannes, ein Wort von Allah zu bestätigen, einen Herrn, einen Keuschen und Propheten von den Rechtschaffenen. Er sagte, mein Herr, wie soll ich einen Jungen bekommen, wo mich schon hohes Alter überkommen hat und meine Frau unfruchtbar ist? Er, der Engel, sagte, so wird es sein, Allah tut, was er will. Er, Zakaria, sagte, mein Herr, setze mir ein Zeichen. Er sagte, dein Zeichen ist, dass du 3 Tage lang nicht zu den Menschen sprechen wirst, außer durch Gebärden. Und gedenke deines Herrn häufig und preise ihn am Abend und am frühen Morgen. Und als die Engel sagten, O Maryam, Maria, Allah hat dich auserwählt und dich rein gemacht und dich auserwählt von den Frauen der anderen Weltenbewohner. O Maryam, sei deinem Herrn demütig ergeben, wirf dich nieder und verbeuge dich zusammen mit den sich Verbeugenden. Dies gehört zu den Nachrichten vom Verborgenen, das wir dir als Offenbarung eingeben, denn du warst nicht bei ihnen, als sie ihre Rohre warfen, um durch das Los zu bestimmen, wer von ihnen Maryam betreuen sollte. Und du warst nicht bei ihnen, als sie miteinander stritten. Erster Vers, da rief Zakaria seinen Herrn an und sagte, mein Herr, schenke mir von dir aus gute Nachkommenschaft, du bist ja der Gebetserhörer. Warum hat Zakaria dieses Bittgebet gesprochen? Weil wir gerade genau dem Vers vorher haben wir gelesen, dass Zakaria jedes Mal, wenn er zu Maryam eintrat, bei ihr vorfand, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihr Speise geschenkt hat. Von sich aus eine Mu'jizah, eine Karama in diesem Fall. Ja? Weil Maryam gehört zu den rechtschaffenen Frauen dieser Welt und sie ist eine der nahestehenden Allah subhanahu wa ta'ala, zweifellos. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala sie versorgt auf eine wundersame Art und Weise. In dem Moment ist Zakaria a.s. sich bewusst geworden, denn er hatte den starken Drang nach einem Kind, obwohl er schon alt war. Und wie wir es auch in der Sura von Maryam erfahren haben, er war sehr alt und seine Frau war auch sehr alt. Und sie hatten normalerweise, kann man in diesem Alter, das sie erreicht haben, keine Kinder mehr bekommen. Und auch die Frau war nicht mehr fruchtbar. Und deswegen hatten sie eigentlich die Hoffnung aufgegeben. Aber nachdem sie gesehen haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala jeden versorgt, wie er will, wie Maryam am Ende gesagt hat, Wallahu inna Allah yarzuq man yasha'u bighayri hisab, es kommt von Allah, Allah versorgt, wen er will, ohne zu berechnen. Das heißt also, wenn das schon so ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala Wunder macht für Maryam und sie ist eine rechtschaffene Frau,
Dann hat Zakaria Hoffnung bekommen, denn er ist ein Prophet der Propheten Allah subhanahu wa ta'ala. Also hat er zu Allah subhanahu wa ta'ala gebetet, dass er noch ein Kind bekommt von seiner Frau. Und dieser starke Andrang, dass man noch ein Kind bekommt, obwohl man schon alt ist, widerspricht dem, was die meisten Menschen denken und glauben. Die meisten Menschen sagen, wenn sie alt sind, ich kann kein Kind mehr haben, weil ich kann es nicht mehr erziehen, ich habe keine Kraft mehr dafür und was weiß ich und so weiter und so fort. Aber sie vergessen den riesigen Nutzen, der in einem Kind steckt. Ja, sie vergessen den riesigen Nutzen, der in einem Kind steckt. Und wenn es nur ein Nutzen ist, und das ist der gewaltigste Nutzen, dass du ein rechtschaffenes Kind bekommst, das für dich betet, auch wenn du schon gestorben bist, sodass deine guten Taten weiterlaufen. Und leider viele Leute vergessen diesen Punkt. Und wann erinnern sie sich daran? Wenn sie gestorben sind. Wenn sie gestorben sind, werden sie sich daran erinnern, wie sehr es doch toll wäre, wenn jemand dafür sie wäre, der für sie betet. Allah subhanahu wa ta'ala gibt uns diese Verse, um uns zu erinnern, damit wir uns daran erinnern, bevor es zu spät ist. Tayyib. Du bist ja der Gebetserhörer, sagte Zakaria alayhi salam. Und da riefen ihm die Engel zu, während er betend in der Zelle stand. Und das bedeutet was? Das bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala dieses Gebet sofort erhört hat. Also während er noch im Gebet steht, in seiner Gebetsnische, hat Allah subhanahu wa ta'ala dieses Gebet schon sofort erhört. Und das ist eine Form der Erhörung des Gebets, dass Allah subhanahu wa ta'ala das Gebet sofort erhört, wie wir erfahren haben vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dann rief ihm jemand zu. Wer rief ihm zu? Engel riefen ihm zu. Sagten, Allah verkündet dir, Yahya, ein Wort von Allah zu bestätigen, einen Herrn, einen Keuschen und Propheten von den Rechtschaffenen. Und hier ist auch natürlich eine edle Sache. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Namen Yahya ausgewählt. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Namen Yahya auserwählt. Auch hat Allah subhanahu wa ta'ala Isa, den Namen Isa, auserwählt für Maria. Ja? Insofern, Yahya kommt vom arabischen Wort lebendig sein. Das ist also jemand, der immer lebendig ist und gemeint ist, er wird auch, also er hat ein lebendiges Herz. Und der Unterschied zwischen einem Gläubigen und einem Ungläubigen ist, der eine ist lebendig, der andere ist tot. Denn wie der Prophet dann gesagt hat, der Unterschied zwischen demjenigen, der Allah gedenkt, Allahs Gedenken, und der nicht Allahs gedenkt, ist gleich dem Unterschied zwischen dem Lebendigen und dem Toten. Und das ist wie der Muslim und der Kafir. Und außerdem wird er lebendig sein, im Sinne von, dass er auch im Paradies ewig sein wird. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat die Höllenbewohner beschrieben als Menschen, die darin weder richtig leben noch sterben. La yamutu fiha wa la yahya. Das ist der Ausdruck. Wala Yahya. Das ist genau der Name von Yahya auf Deutsch Johannes alayhi salam. Tayyib. Allah verkündet der Yahya ein Wort von Allah zu bestätigen. Was heißt das, ein Wort von Allah zu bestätigen? Das heißt, eine Aufgabe oder die Aufgabe von Yahya war es, dass er, wenn eines Tages ein Prophet kommt, der Isa heißt oder Jesus heißt, dass er ihn bestätigen wird. Denn was ist das Wort Allahs? Das Wort Allahs ist Isa alayhi salatu wassalam. Und warum wurde er genannt das Wort Allahs? Weil man sagt zum einen, weil er erschaffen worden ist, nicht auf normale Art und Weise. Also die normale, gewohnte Art und Weise ist, dass ein Mann und eine Frau zusammen ein Kind zeugen. Das war im Falle von Mariam eben nicht der Fall, sondern Mariam wurde sofort schwanger, obwohl kein Mann sie berührt hat. Wodurch? Indem Allah subhanahu wa ta'ala einfach sagt, sei, und dann war Jesus schon da. Okay? Kun fayakun. Und deswegen, weil er erschaffen worden ist durch das Wort Allahs sei, ja, und durch nicht die normalen Ursache und Wirkung, die wir kennen, nennt man ihn das Wort Allahs. Oder, nach einer anderen Ansicht auch, weil die Menschen, wenn sie sich an ihn richten, genauso rechtgeleitet werden, wie wenn sie sich an die Worte Allahs richten. Tayyib. Weil er ist ein Prophet Allahs, der die Worte Allahs bekommt. Und beide Ansichten sind gleich. Beide sind gleich, beide ergänzen sich und beide sind richtig, inshallah. Insofern ist er das Wort Allahs, das durch das Wort Allahs erschaffene, der durch das Wort Allahs erschaffene Mensch. Der durch das Wort Allahs erschaffene Mensch. Tayyib. Natürlich alle sind erschaffen durch das Wort Allahs, ja? Aber hier speziell gemeint ist, weil nicht die normalen Ursachen, die wir kennen, gewirkt haben. Allah bezeichnet ihn weiter als einen Herrn, Sayyid, als einen Herrn. Sayyid, und gemeint ist hier einen Führer, den man natürlich folgt
um den man befragen kann, und ein Heilstifter. Einen Keuschen, das heißt, er nähert sich nicht den Frauen. Manche Leute sagen, oder manche Gelehrte sagen, er nähert sich nicht den Frauen, weil er sich Allah subhanahu wa ta'ala widmet. Und andere sagen, weil er zeugungsunfähig ist. Beide Ansichten gibt es. Und wir haben nichts Näheres überliefert bekommen, soweit mir die Hadith über den Weg gelaufen sind. Und Propheten von den Rechtschaffenen. Das heißt, dass er diese Aussage Propheten von den Rechtschaffenen. Erstens ist ein Prophet. Gut. Zweitens, was heißt Propheten von den Rechtschaffenen? Gibt es Propheten, die nicht rechtschaffen sind? Gibt es nicht. Okay, was heißt dann die Aussage Propheten von den Rechtschaffenen? Was heißt die Auslegung ganz einfach? Es kann, auf der einen Seite kann es einfach eine Betonung sein. Auf der anderen Seite, er stammt von Rechtschaffenen ab. Ja? Weil wer ist der Vater von ihm? Zechariah. Und wer ist seine Mutter? Isha. Also anscheinend waren das alles rechtschaffene Menschen. Also er stammt von rechtschaffenden Menschen ab. Weil alle Propheten sind sowieso rechtschaffen. Er sagte, jetzt sagte er, warum sagte er den folgenden Satz? Mein Herr, wie soll ich einen Jungen bekommen, wo mich schon hohes Alter überkommen hat und meine Frau unfruchtbar ist? Diese Aussage, die offensichtliche Bedeutung ist, dass er das nicht aus keinem anderen Grund sagte, außer als Verwunderung. Weil normalerweise, er zweifelt nicht an die Allmacht Allah subhanahu wa ta'ala. Aber er wundert sich, denn normalerweise, das passiert nicht. Normalerweise ein Kind, eine Frau, die schon ihre Wechseljahre gehabt hat, die bekommt kein Kind mehr, egal was man macht. Außer durch Allah subhanahu wa ta'ala sein Willen. Und deswegen war er einfach verwundert und sagte, mein Herr, wie soll ich ein Kind bekommen, wo mich doch schon hohes Alter bekommen hat und meine Frau unfruchtbar ist? Dann antwortete der Engel und sagte, so wird es sein, Allah tut, was er will. So wird es sein, Allah tut, was er will. Also, interessant ist in der Ansicht, in der Aussage von Zechariah a.s., dass er gesagt hat, mein Herr, wie soll ich einen Jungen bekommen und so weiter und so fort. Warum ist es interessant? Weil stellt euch mal vor, Zakaria betet gerade, betet zu Allah subhanahu wa ta'ala um ein Kind. Jetzt rufen ihn Engel zu und sagen dir, Allah verkündet dir die frohe Botschaft eines Sohnes, der Yahya heißt. Und er wird ein Prophet sein und keusch sein. Tayyib, warum richtet er die normale Sache, normalerweise müsste er sich an wen richten jetzt? An die Engel. Sie sind doch da, sie hören ihn, sie haben gerade mit ihm geredet. Da richten die Engel, sagt man ihm, warte mal, frag mal Gott nochmal, oder frag Allah, wie kann das denn sein? Oder wie könnt ihr mir das mitteilen, obwohl ich schon alt bin und meine Frau schon eine alte Frau ist. Ja? Aber er hat sich Allah subhanahu wa ta'ala direkt zugewandt. Ja? Und das verweist auf vollkommenes Vertrauen hin. Denn er hätte auch die Engel befragen können. Ja? Aber er geht den direkten Weg. Und so bringt er uns bei, dass wir uns im Gebet direkt zu Allah subhanahu wa ta'ala was es richten soll, an Allah subhanahu wa ta'ala direkt richten soll. Ja. Also Ikhlas bringt er uns bei. Ja. Der Engel sagte, so wird es sein, Allah tut, was er will, also ist es einfach ein Wunder, fertig. Mach dir keine Sorgen, es wird so geschehen, weil Allah hat es so bestimmt. Und Allah tut, was er will, das heißt, Ungewohntes ist für Allah, was für uns ungewohnt ist, ist für Allah subhanahu wa ta'ala eine einfache Sache. Anstatt dass er einmal ein Kind auf diese Weise erschafft, er schafft das eben auf eine andere Art und Weise. Das ist keine schwierige Sache für Allah subhanahu wa ta'ala. Nach der zweiten Ansicht wurde Zechariah und es ist aber einfach nur eine Sache, eine Art des Verständnisses der Verse. Also, es ist nur eine Art des Verständnisses. Nach manchen Gelehrten sagen, das war eine, jetzt kommt eine Strafe für Zechariah a.s. Und zwar, weil er eben nachgefragt hat, wie kann so etwas sein, obwohl er wissen muss als ein Prophet, dass Allah subhanahu wa ta'ala zu allem imstande ist. Warum fragt er dann nach? Und dann sagte er, alaihissalam, mein Herr, setze mir ein Zeichen. Was für ein Zeichen? Ein Zeichen, damit ich weiß, dass diese Schwangerschaft wahr ist. Dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala zu ihm, dein Zeichen ist, dass du 3 Tage lang nicht zu den Menschen sprechen wirst, außer durch Gebärden. Also, nach der ersten Ansicht ist dieses, dass Zechariah 3 Tage lang nicht zu den Menschen reden konnte,
obwohl er gesund war und so weiter, konnte er nicht zu den Menschen reden, 3 Tage lang. Nach der ersten Ansicht, warum? Weil oder er hat das gemacht oder er hat das bekommen, als, damit er Allah subhanahu wa ta'ala, nach der zweiten Ansicht meine ich, damit er Allah subhanahu wa ta'ala dadurch um Verzeihung bittet. Das heißt, es war eine Art Sühneleistung für ihn, weil er diese Frage gestellt hat. Nach der anderen Ansicht war das einfach eine Dankerweisung von Zakaria Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber. Das heißt, er hat einen Gottesdienst verlangt, den er bekommen hat und den er durchhalten musste. Das heißt, er hätte auch reden können, aber er redet nicht. Er hätte auch reden können, aber er hat auferlegt bekommen, zu fasten, im Sinne von, dass er nicht redet. Das ist, wissen wir aus der Zeit, eine Form des Fastens. Deswegen hat ja Maria hat sich ja Sorgen gemacht, als sie nachher schwanger wurde mit Isa, hat sich Sorgen gemacht, wenn jetzt jemand zu ihr kommt und sagt, will mit ihr diskutieren, warum sie schwanger ist und so fort, dann sollte sie einfach sagen, dass sie fastet. Dass sie fastet. Und das Fasten gemeint damit ist, dass sie nicht reden darf. Wallahu a'lam. Dein Zeichen ist, dass du 3 Tage lang nicht zu den Menschen sprechen wirst, außer durch Gebärden. Gebärden, das heißt durch Handzeichen, Handbewegungen, Gesichtsausdrücke, dass die Leute das verstehen. Und gedenke deines Herrn häufig und preise ihn am Abend und am frühen Morgen. Was interessant ist, ist, dass bei der Schwangerschaft von Zakaria, seiner Frau, ja, waren die Ursachen für eine Schwangerschaft nicht gegeben. Und trotzdem wurde sie schwanger. Bei Zakaria jetzt, nach der einen Ansicht, waren die Ursachen dafür, dass man reden kann, gegeben, aber er konnte nicht reden. Was beweist uns das? Das beweist uns, dass Allah subhanahu wa ta'ala, der die Ursachen gesetzt hat, wann er will, wirken sie. Und wann er will, wirken sie nicht. Und als die Engel sagten, O Maryam, Allah hat dich auserwählt und dich rein gemacht und dich auserwählt vor den Frauen der anderen Weltenbewohner. Hier sprechen die Engel mit Maryam a.s. A.s. heißt also, der Friede sei mit ihr. Ja? Hier sprechen die Engel mit Maryam. Das bedeutet für Maryam, das ist eine Karama für sie. Denn wir wissen, dass es gibt Wunder von Allah subhanahu wa ta'ala. Ein Wunder für einen Propheten nennt man einfach Mu'jiza. Ja, so sagt man das einfach. Einfach Definitionssache. Und eine Mu'jiza für einen nahestehenden Allah subhanahu wa ta'ala nennt man nicht Mu'jiza, nennt man einfach Karama. Ja, Karama. Aber auch wenn man es Mu'jiza nennt, würde wenig stimmen. Auf jeden Fall, das ist nur ein Wunder für Maryam alayhi salam, dass Engel mit ihr direkt gesprochen haben. Und das bedeutet nicht, dass sie eine Prophetin ist. Manche Gelehrte haben gesagt, sie ist eine Prophetin gewesen. Aber offensichtlich gibt es keine Frauen als Propheten. Und was darauf hinweist, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. Und wir haben vor dir nur Männer gesandt, als Gesandte, denen wir Offenbarung eingegeben haben. Und auch haben wir niemals gehört in einem Vers aus dem Koran oder einem Hadith, dass es eine Prophetin gibt. Nabiyyah sozusagen. Haben noch nie gehört. Und das widerspricht auch dem weiblichen Charakter. Und dass eine Frau hinauszieht und Leute zu ihrer Religion aufruft und sich unter die Menschen mischt und sich in Konflikten begibt und mit den Männern diskutiert und so weiter und so fort. Das widerspricht der Weiblichkeit. Und der Vers aus Surat al-Nahl ist klar und deutlich, wir haben vor dir nur Männer als Gesandten entsandt, denen wir Offenbarung eingegeben haben. Wir haben manche Leute, natürlich die Gelehrten, die gesagt haben, dass Maryam eine Prophetin ist und so, sie haben natürlich nicht den Vers vergessen, in Surat al-Nahl, sondern sie wissen natürlich, wie sie darauf antworten. Und sie haben darauf geantwortet und gesagt, gemeint ist hier mit Ar-Rujula, mit Rijal, ist gemeint nicht die Männlichkeit, sondern die Vollkommenheit, also Rujulat al-Iman, gemeint also die Vollkommenheit in Iman oder die Standhaftigkeit Iman. Also normalerweise der Begriff Mann ist ein Ausdruck für Kraft, ja, für etwas Starkes. Und sie haben gesagt, gemeint ist hier also standhafte Männer, standhafte Menschen, starke Menschen, stark im Glauben, die alle Propheten oder Gesandten waren alle von dieser Eigenschaft. Wie antwortet man darauf? Offensichtlich, natürlich ganz eindeutig, dass
Das mag eine sprachliche Bedeutung sein, aber solange Allah subhanahu wa ta'ala den Vers so gesagt hat, haben wir kein Recht, die Verse einzuschränken. Also die Bedeutung des Verses, offensichtliche Bedeutung ist, es geht um Männer und nicht um Standhaftigkeit oder ähnliches, sondern es geht um Männer. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat vor Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nur Männer gesandt, denen Offenbarung eingegeben hat. Und des Weiteren kennen wir den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Kamula min al-Rijali kathir, walam yakmul min al-Nisa'i illa Maryama binta Imran wa Asiyata imra'ata Fir'aun وفضل عائشة على سائر الطعام كفضل أو فضل عائشة كفضل الثريد على سائر الطعام. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, von den Männern sind viele vollkommen. Von den Männern sind viele vollkommen. Aber von den Frauen sind nur vier vollkommen. Und dann sagte er in der Reihenfolge Maryam alayhi salam, die Tochter von Imran, Asiya, die Frau von dem Pharao, von Pharaon, die Asiya, und er sagte, die Vorzüglichkeit von Aisha gegenüber den anderen Frauen ist gleich der Vorzüglichkeit von Haferbrei gegenüber allen anderen Formen des Essens. Und dieser Hadith, der zweifellos authentisch ist, und in manchen Überlieferungen kommt auch Fatima, بنت خويلد لا استغفر الله خديجة بنت خويلد und فاطمة vor. In manchen Hadithen kommt auch فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم und خديجة بنت خويلد رضي الله عنها vor. Wie dem auch sei, der Hadith offensichtlich bedeutet nicht, dass Aisha رضي الله عنها die beste aller Frauen ist, die beste von allen. Nein, offensichtlich nicht, sondern nehmen wir den Hadith, wie er ist, und zwar Haferbrei ist hinsichtlich bestimmter Eigenschaften die beste Speise und nicht hinsichtlich aller Eigenschaften. Und zwar hinsichtlich, dass Haferbrei, weiß man, es ist leicht zu essen, leicht verdaulich. Insofern wissen wir auch, dass Aisha radhiyallahu anha in bestimmten Eigenschaften einfach großen Vorzug hat gegenüber anderen. Die gewaltigste Eigenschaft von Aisha, die wir offensichtlich kennen, ist welche? Ja, dass sie Frau ist, klar, aber Khadija auch. Hadija auch. Genau, sie überliefert uns so einen riesigen Teil der Religion. Ohne ihren Hadithen können wir vieles gar nicht wissen. Sie hat von allen Frauen, ich meine, der Prophet war insgesamt mit 11 Frauen verheiratet. Von ihr wissen wir das meiste. Ja, von ihr, das ist ein Segen von Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Und jeder Hadith, den sie uns überliefert, nachdem wir handeln, das geht in ihre Waagschale auch rein. Das ist eine gewaltige Sache. Ja? Und sie ist diejenige, die am viertmeisten Hadith überliefert hat. Ja? Und deswegen Aisha radhiyallahu anha wa radaha, sie war natürlich eine Gelehrtin, eine Faqiha, zweifellos, die auch zur Zeit der Sahaba viele Fragen gestellt hat, besonders in Angelegenheiten, wo es um Frauen geht. Na'am. Vers 42. Und als die Engel sagten, O Maryam, Allah hat dich auserwählt und dich rein gemacht und dich auserwählt vor den Frauen der anderen Weltenbewohner. Okay, Allah hat in diesem Vers zweimal gesagt, auserwählt. Also das heißt, sie ist eine wirkliche Auswahl, der Auswahl. Aber manche Mufassirun haben gesagt, was mit der Auswahl gemeint ist. Sie nehmen an, dass mit der Auswahl, der ersten Auswahl gemeint ist, dass Maryam a.s. Als Nadr akzeptiert worden ist. Was haben wir beim letzten Mal gesagt? Im letzten Mal haben wir gesagt, dass die Mutter von Maryam, sie war doch schwanger. Und sie dachte, es wäre ein Sohn. Und sie wollte es widmen dem Tempel, ja? Der Moschee widmen. Und sie hat Allah versprochen, Nadr gemacht, ein Gelübde geleistet, Allah versprochen. Nur dann kam eine Tochter. Wie konnte sie jetzt das Gelübde erfüllen? Eigentlich geht das nicht. Weil sie hat versprochen, einen Sohn für Allah zu widmen. Und jetzt hat sie eine Tochter bekommen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Tochter angenommen. Also die erste Auswahl für sie ist, dass sie als einzige in dieser Hinsicht akzeptiert worden ist. Ja. Die zweite Auswahl natürlich offensichtlicher, dass sie die Mutter von Isa ist, alayhi salam. Sie ist die Mutter eines Propheten. Na'am. Wallahu a'lam. Und auch vor den anderen Weltenbewohner auserwählt. Das heißt, oder manche sagen auch, die Auswahl ist welche? Noch eine weitere Auswahl, dass sie ein Kind gebärt hat ohne einen Mann. Sie ist die einzige Mutter, die es gibt, die ein Kind gebärt hat ohne einen Mann. Es gibt keine andere.
Es gibt keine andere Mutter. Tayyib, also ohne einen Ehemann. Und Allah sagte, und er hat sie vor den anderen Frauen der Weltenbewohner bevorzugt. Was heißt das? Heißt das, sie vor allen Weltenbewohnern? Nein. Vor den Weltenbewohnern der Zeit damals. Ja. Das heißt, zu ihrer Zeit war sie die beste Frau, zweifellos. Na. O Maryam, sei deinem Herrn demütig ergeben, wirf dich nieder und verbeuge dich zusammen mit den sich Verbeugenden. O Maryam, sei deinem Herrn demütig ergeben. Auf Arabisch, uqnuti li rabbiki, also sei demütig ergeben, wirf dich nieder, wasjudi, erstmal sujud, und dann warka'i ma'ar raka'in, verbeuge dich zusammen mit den sich Verbeugenden. Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala hier sujud zuerst erwähnt und danach Ruku' erwähnt? Normalerweise Ruku' kommt vor sujud. Man sagt als Auslegung, warum? Weil Sujud ist edler noch als der Ruku'. Sujud ist edler, denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte ja, dass man im Sujud Allah am nächsten ist. Ja. Sujud ist edler und deswegen im Sujud ist auch überliefert worden, dass für jede Sajda, die du machst, Allah subhanahu wa ta'ala vergibt dir eine Sünde. Ja. Und deswegen, also der Sujud ist eine gewaltige Sache. Edler noch als der Ruku'. Und deswegen macht man auch im Ruku' spricht man nicht Bittgebete, wie man will. Sagt man das, was überliefert worden ist. Aber im Sujud spricht man Bittgebete, so viel man möchte. Na. Und warum hat Allah subhanahu wa ta'ala das Gebet erwähnt? Weil das Gebet das gewaltigste Gottesdienst von allen ist. Wer ein Problem mit dem Gebet hat, der hat ein Problem mit der ganzen Religion. Weil das ist einer der Pfeiler der Religion. Sei deinem Herrn demütig ergeben. Wirf dich nieder und verbeuge dich zusammen mit den sich Verbeugenden. Ar-Ruku' kann auch bedeuten, dass sich demütigen vor Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Aber offensichtlich wäre das eine dann doppelt in diesem Vers. Offensichtlich wäre es dann doppelt in diesem Vers. Dieser Vers weist darauf hin, dass die Frau in Gemeinschaft beten darf. Ja? Entgegengesetzt zu dem, was manche Leute gesagt haben. Dieser Vers weist darauf hin, offensichtliche Bedeutung, dass eine Frau in der Gemeinschaft beten darf. Und auch hinter den Männern der Gemeinschaft in der Moschee beten darf. Und dass es erlaubt ist. Und vielleicht war es damals Pflicht für die Frau. Allah weiß am besten Bescheid. Wissen wir nicht. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ja gesagt, La tamna'u ima Allah masajid Allah wa buyutuhunna wal yakhrujna wa hunna tafilat. Er sagte, verwehrt den Dienerinnen Allahs die Moscheen nicht. Verwehrt den Dienerinnen Allahs die Moscheen nicht. Also entweder kann es bedeuten, sie soll zusammen beten in der Gemeinschaft, oder soll zusammen beten in der Gemeinschaft Maryam a.s. damals, oder es bedeutet, handle so wie diejenigen, die so handeln. Na. Dann schließt Allah subhanahu wa ta'ala diesen Abschnitt erstmal ab und sagt, dies gehört zu den Nachrichten vom Verborgenen. Jetzt ist die Geschichte praktisch erstmal zu Ende. Was wollen wir daraus lernen? Was wollen wir daraus lernen? Der Prophet, wem liest er diese Verse vor? Und was ist der Sinn dieser Verse? Wir haben gesagt, der Sinn dieser Verse ist, dass die Christen aus Najran mitbekommen, dass wir Muslime sehr wohl erstens an vieles glauben, an das, was sie glauben. Wenn die Christen den Islam annehmen, verlieren sie Maria nicht. Sie verlieren Jesus nicht. Sie verlieren Zakaria nicht. Sie verlieren Johannes nicht. Sie geben einfach jedem von diesen die Ehre, die sie verdienen und die Stellung, die ihnen gebührt. Und sie müssen immer noch weiter an sie glauben. Aber sie verlieren sie nicht. Sie verlieren sie nicht. Das ist eine wichtige Sache. Das heißt, der Christ wird nicht, wenn er den Islam annimmt, eine vollkommen neue Religion finden, sondern er wird vieles von dem, was er kennt, wiederfinden. Und das ist eine Sache, die es dem Christen sehr einfach macht, viel einfacher macht, den Islam anzunehmen. Ja. Das ist der Sinn. Und der weitere gewaltige Sinn ist, was Allah jetzt uns sagt. Dies gehört zu den Nachrichten des Verborgenen, vom Verborgenen. Das heißt, O Muhammad, du hast diese Sachen gar nicht gewusst, die wir dir erzählen. Und sie stimmen überein mit dem, was diese Christen aus Najran kennen. Wenn sie also Verstand haben und die Wahrheit wissen wollen und die Wahrheit nach der Wahrheit streben, dann werden sie merken, dass das, was Muhammad jetzt euch mitgeteilt hat, kann nur von Allah stammen. Weil es gibt keinen, der ihm das beigebracht hat. Es gibt nicht mal jemanden, der behauptet, dass er ihm das beigebracht hat. Er hätte es auch nicht nachlesen können. Hätte es ihm ein Christ beigebracht, hätte man gewusst, wo er es her hat. Aber es hat ihm niemand beigebracht. Und so war es klar, dass es eine Offenbarung ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Dies gehört
das heißt, was jetzt berichtet worden ist, zu den Nachrichten des vom Verborgenen, dass wir die als Offenbarung eingeben. Denn du warst nicht bei ihnen, als sie ihre Rohre warfen, um durch das Los zu bestimmen, wer von ihnen Maryam betreuen sollte, und du warst nicht bei ihnen, als sie miteinander stritten. Was, wo war er nicht dabei? Als Maryam geboren wurde, wussten die Menschen, das ist erstens ein Wunder, was geschehen ist, denn die Frau normalerweise kann kein Kind mehr bekommen, und sie hat trotzdem ein Kind bekommen, und das Kind ist der Sohn von einem Propheten, also irgendwas, nein, ich meinte die Tochter von Imran und die Tochter von Hanna, nein, Tochter von Hanna und von Imran, war Maryam a.s. Und sie wussten, dass Allah subhanahu wa ta'ala dieses Kind angenommen hat. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala dieses Kind angenommen hat, das heißt, dieses Kind muss etwas Besonderes sein. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat das Gelübde angenommen, obwohl es kein Junge war, sondern obwohl es ein Mädchen war. Und so haben sie sich gestritten, wer darf dieses Kind in Obhut nehmen? Wer darf dieses Kind aufnehmen und betreuen und erziehen? Und wie haben sie sich geeinigt? Sie haben sich geeinigt, dass jeder von ihnen ein Rohr nimmt und es in den Fluss wirft. Rohr und oder der Stift auf Türkisch, das waren Stifte, die sie... Ja, Schreibrohr. Schreibrohr. Barakallahu fik. Gemeint ist Schreibrohr. Sie haben diese Schreibrohre genommen, in den Fluss geworfen, und dasjenige Schreibrohr, das nicht mit dem Flussstrom weiterfloss, der hat dann die Wahl gewonnen. Der hat dann die Wahl gemacht. Wie wussten die das? Allah offensichtlich. Der war ein Prophet hinter ihnen, der hat uns mitgeteilt, was sie machen sollen. Das war das gleiche wie mit Jonas a.s., als er auf dem Schiff war. Haben sich auch geeinigt, dass sie Lose werfen, wer vom Schiff runterfliegen muss. Und zwar Jonas hat verloren, leider. Und dann ist er ins Meer und dann hat der Wahl ihn aufgenommen. Auf jeden Fall haben sie das gemacht und wer hat die Wahl gewonnen? Zakaria. Warum wollte Zakaria unbedingt das Kind haben? Warum wollte die andere das Kind haben? Offensichtlich, habe ich gesagt, weil es eine rechtschaffende Frau sein wird, aber Zakaria hat ein bestimmtes Anliegen. Zakaria ist wer? Zakaria ist erstens ein Prophet. Normalerweise hätte man sich einigen müssen, dass sofort Zakaria das Kind nimmt. Aber zweitens, noch eine wegen der Verwandtschaftsbeziehung. Man sagt, Imran ist schon früh gestorben. Imran ist schon gestorben, noch bevor Maryam geboren wurde. Und Maryam ist verwandt mit Zakaria und seiner Frau. Denn nach der einen Ansicht ist Zakaria die Schwägerin, der Schwager. Ist Zakaria der Schwager von Maryam. Und nach der anderen Ansicht ist die Frau von Zakaria die Tante von Maryam. Also insofern hat er sich gedacht, dass er sich, wenn sie zur Familie kommt und dort aufgezogen wird, ist sinnvoller und besser. Und Zakaria hat die Wahl gewonnen. Und deswegen wurde sie dann von einem Propheten aufgezogen, subhanallah. Ja, das ist eine gewaltige Sache. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.